Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Angezockt von Weed Farmer. Was für ein Spiel. So, auf jeden Fall, wir schauen mal, wir haben im Moment von diesen Seeds, wir haben hiervon was und wir haben vom Run hinten 10 Stück angepflanzt, die sind schon ganz gut, aber produzieren zwar 7 bis 8 Beutelchen, aber eines bringt 1. Das heißt, wir verdienen nicht ganz so viel. Ich möchte deswegen mehr Diversität. Zum Beispiel die hier, 5 bis 7 Beutelchen, also 10 bis 14, kostet 8. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, wie weit sind die gediehen? Die sind fast fertig, die sind fast fertig. So, Frage ist natürlich auch wegen Dünger. Oh, die sind ja echt fast fertig schon. Oh, da hinten ist schon fertig, schon fertig. Schon fertig. So, na dann, schnippel mal. Der gute Run. Rein zu medizinischen Zwecken, natürlich. So. Die sind noch nicht so weit, sehe ich gerade. Okay. Wieso sind die nicht so... Doch, die sind so weit. So, und er auch noch. Ah, das gute Run. Und hier... Nicht ganz. Oh doch. So, und ihr auch noch. Yeah. Ah, das mit der Schere erschreckt mich immer etwas. So, schauen wir mal. Wir wollen verkaufen. Oh, 70 Beutel vom Run. Wir schauen mal, wie viel bringen 20 von denen. Ja, bringen 40. Und von denen... So, 20, bringen 20, yeah. So, verkaufen wir einfach alles. So, Seeds, wir brauchen von dem. Wir fangen da hinten an. So, und jetzt hätte ich ehrlich gesagt gerne, wobei es sind 60, da könnte man zweimal die da. Und nächstes Mal machen wir Double Rainbow, die sind so bunt, die will ich haben. So, was bringt denn eigentlich, kann man hier? Das sollte man auch mal probieren, also einfach nur probieren. So, jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Egal. So, von dem Zeug hier. Nö. So, da haben wir 1, 2, 3 und 4. Einen in die Mitte. So, mal schön aufgießen. Die bringen 7 Beutelchen dann. Das ist super. So, schön auffüllen. So, dann machen wir gleich den Rest. Machen wir gleich die nächsten. Das ist super, das haben wir hier. Dann machen wir auch gleich. Ach schön, sehen auch anders aus, wenn sie dann ausgewachsen sind. So, und einen wieder in die Mitte. Dann haben wir hier Beutelchen. Und schön gießen. So, Gießkanne, die werden wir gleich anfüllen. Später gießen wir dann natürlich nochmal durch. Ist auf jeden Fall total chillig. Also ob das jetzt echt lange bindet, das Spiel, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das im Sandbox-Modus einfach angenehmer. So ist das etwas langwierig. Aber ist okay. Ich meine, Pflanzen wachsen auch nicht von heute auf morgen. Wobei Sandbox-Modus habe ich probiert, da geht das so schnell wieder, dass kaum ist man bei zweiten Feld durch mit Gießen, ist das erste schon wieder fertig zu ernten. So, also das geht echt schnell. So. Und bam. Ah, schön noch gießen. Voll mit Ding machen. Ding Wasser in dem Fall. So, und 10-mal. Indica. So, 2, 3, 4 und 5. So, zweite Reihe. 2, 3, 4 und 5. So. Ich meine, wir können, wenn das hier alles so nichts wird, können wir einmal noch probieren den Sandbox-Modus. Der geht auf jeden Fall schneller. Schneller! Und wir wollten ja einen Angezockt draus machen. Und nicht ein ewiges Let's Play. Geben wir ja auch zu.
So, dann schauen wir mal. So. Aber so tun wir halt jeden Tag ein wenig gießen, jeden Tag ein wenig ernten. Hat ja auch was Entspannendes. So. Das ganze Wasser rein. Super. So soll es sein. Das ganze Wasser muss da rein. So, inzwischen haben wir schon 20 Setzlinge. War schon nicht schlecht. Wir haben mit 5 begonnen. Nicht schlecht. So. Ja, das kommt später dran. So. Ah. Schön, meine Lieben. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich für die heutige Folge. Nächste Folge machen wir nämlich den Test mit der mit dem Sandbox-Modus. So, bis dann. Tschüss.